So, ich möchte jetzt ein paar Worte zum Thema Innenstadtverkehrskonzept machen. Wir haben den Untertitel Jackpot fürs Fahrrad mit einem Fragezeichen gewählt. Und das Fragezeichen ist in der Tat der Punkt. Mein Name ist Dirk Hilbrecht und ich bin Mitglied im Vorstand des ADFC Stadt Hannover, also der Gliederung, die für die Stadt Hannover quasi sich zuständig fühlt. Und das Thema Innenstadtverkehrskonzept ist eins, was ja denjenigen, die sich mit Verkehrspolitik und Stadtentwicklung beschäftigen, gut bekannt sein dürfte. Ein Thema, das uns schon seit längerem beschäftigt und bei dem es eben das Mobilitätskonzept Innenstadt jetzt als aktuellen Punkt gibt. Ein von der Verwaltung im Herbst letzten Jahres vorgestelltes Konzept zur Änderung der Art und Weise, wie wir hier in der Innenstadt Hannover den Verkehr gestalten. Und dazu hat es jetzt auch schon jede Menge Informationsveranstaltungen gegeben und Präsentationen seitens der Stadt Hannover. Ich will das insofern hier jetzt gar nicht im Detail wiederholen, sondern einmal kurz, dass wir alle wissen, worum es geht. Dieses Konzept hat die Verkehrswege analysiert und neu geordnet, insbesondere auch im Rahmen eines längeren Prozesses, eines Diskussionsprozesses. Es hat Radverkehrstrassen definiert, ÖPNV-Trassen definiert und den Kfz-Verkehr, und das ist wichtig, kanalisiert. Das Fahrradparken wurde deutlich verbessert und das Kfz-Parken wurde auch umgestaltet im Rahmen dieses Konzeptes oder soll umgestaltet werden, indem es nämlich auch kanalisiert wird und reduziert. Das ist einer dieser Punkte, die besonders häufig durch die Presse gegangen sind, der für uns als Radfahrer ja aber zunächst mal gar nicht so relevant ist. Deswegen habe ich das ans Ende gestellt und möchte auch hier gleich nochmal sagen, dieses Konzept ist viel mehr als Parkplätze weg, sondern es geht eben darum, die Innenstadt insgesamt umzugestalten. Und insofern gibt es hier eben eine Karte, die zeigt, wie sich der Fußverkehr in der Innenstadt darstellt und wo die Hauptachsen des Fußverkehrs sind, wo die Hauptachsen des Radverkehrs sind, dass man auch das mal sich gewahre macht, wo der ÖPNV fährt und dann eben auch, wo man den Kfz-Verkehr zukünftig fahren lassen will, mit dem Hintergedanken, dass die Parkhäuser, die es momentan gibt, die da auch eingezeichnet sind, erhalten und erreichbar bleiben sollen und zusätzlich die Fahrt denn dorthin oder die Möglichkeiten dorthin zu fahren, aber viel stärker kanalisiert sind als bisher und insofern das Durchfahren der Innenstadt mit dem Kfz zukünftig nicht mehr möglich sein soll. Außerdem soll das Parken im öffentlichen Raum massiv reduziert werden, sodass halt auch einfach weniger Autos rumstehen. Das sind so die grundsätzlichen Gedanken und zu diesem Konzept haben wir als ADFC auch eine Stellungnahme abgegeben, gleich ganz aktuell, als es rausgekommen ist, und wir haben halt gesagt, dass wir das Innenstadtkonzept als eine hervorragende Grundlage sehen, die Innenstadt wirklich menschengerecht umzugestalten. Und das ist der Schlusssatz, je eher wir mit der Umsetzung des Ganzen anfangen, desto schneller werden alle Menschen in Hannover sehen können, wie sehr die Attraktivität der Innenstadt steigt, wenn endlich weniger Autos in ihr herumfahren und herumstehen. Und alleine die Tatsache, dass wir als ADFC an dieser Stelle auch wieder auf die Autos rekurriert haben, ist irgendwie so ein Punkt, als ich mir das heute durchgelesen habe, der zeigt, wie sehr diese ganze Diskussion an der Stelle verengt ist. Denn das Mobilitätskonzept Innenstadt steht eben auch für mehr Platz für Fuß- und Radverkehr, für Umverteilung von Raum und die Reduktion von Raum, der frei werden muss, soll halt da erfolgen, wo besonders viel Raum gebraucht wird, nämlich beim Kfz-Verkehr. Und all das ist keine neue Idee. Und dazu habe ich hier mal ein Bild, das hat überhaupt nichts mit diesem Innenstadtkonzept zu tun. Das ist die Georgstraße aus dem Jahr 2019, so wie wir sie kennen. Das ist in Höhe der kleinen Packhofstraße Richtung Kröpke aufgenommen. Und jetzt stellt man sich die Frage, warum fotografiert der in dem Jahr 2019 die Georgstraße ausgerechnet an der Stelle mit dem Ausschnitt? Nun, weil ich in meinem Archiv dieses Foto aus dem Jahr 1975 habe, was dieselbe Stelle zeigt und wo man eben sehr schön sieht, dass hier zu dem Zeitpunkt noch eine Straße war, dass es Fußwege gab am Rand, dass das Ganze halt, dass die Straße halt völlig anders zugeschnitten war. Und wenn man sich diese beiden Zuschnitte der Straße parallel anguckt, dann kommt man eben, denke ich, zu dem Schluss, man will nicht dahin zurück, wo man 75 war. Und insofern sind solche Umgestaltungen
etwas, was einfach passieren kann und muss und eben auch große Vorteile bringt. Das haben auch wir als ADFC uns gedacht und haben im Jahr 2018, also auch noch lange bevor das Ganze losging, einen Workshop veranstaltet, wo wir uns insbesondere genau mit der Straße hier unmittelbar vor dem Gebäude mit der Schmiedestraße beschäftigt haben, haben einen Workshop gemacht, haben wir uns angeguckt und sind dann bei einem Konzept angekommen. Das ist also, das hier ist ein ADFC-Konzept, das haben wir entwickelt und haben gesagt, wir möchten diese Straße umgestalten. Und zwar möchten wir, dass die Autos nur noch bis zum Parkhaus fahren, und zwar aus Richtung Marstall. Dann gibt es noch ein bisschen Anliegerstraße. Und hier, wo die Marktkirche ist, am Markte, da möchten wir keine Autos mehr haben. Wir denken, dass man dort einen Stadtplatz entwickeln sollte. Damit sind wir seinerzeit in die Diskussion gegangen. Ich weiß, dass wir belächelt wurden und dass wir auch intern es Stimmen gab, die gefragt haben, ob man so ein geradezu utopisches Konzept, ob man damit wirklich an die Öffentlichkeit gehen kann, ohne sich lächerlich zu machen. Wenn ich heute da raus gucke, das hier ist die Schmiedestraße im Jahr 2018, vom Parkhaus runtergeguckt, und man kann sehen, wie also von hier bis hier Autoverkehr auf dieser Straße das Stadtbild bestimmt. Und so sieht das heute aus, auch wieder vom Parkhaus runter fotografiert, und wir sehen, wie viel enger, wie viel weniger Platz für den fließenden Autoverkehr und letztendlich auch für den ruhenden Autoverkehr ist. Und auch hier zeigt der Vergleich wieder, wie stark sich so ein Stadtraum ändert, wenn man den Verkehrsraum eben umgestaltet. Und auch hier, glaube ich, möchte niemand zurück zur alten Aufteilung, jetzt wo die neue ist. Und wir sehen hier unten schon, wie die ersten Außenplätze von Restaurants diesen neu geschaffenen Bereich sozusagen erobert haben. So, das war jetzt sehr allgemein. Wir als ADFC gucken ja immer besonders auf den Radverkehr, das ist unsere Aufgabe, und da gibt es eben zentrale Punkte, die wir sagen, die wichtig sind für Radverkehr. Das ist zum einen eine durchgängige Führung. Ich muss schon in der Planung so denken, dass ich am Ende eine durchgängige Route habe, auf der man durchkommt. Ich möchte durchgängige Trassen, das heißt, ich muss das nicht nur planen, ich muss das auch so umsetzen, dass am Ende des Tages ein Weg da ist, der mich führt, auf dem ich durchfahren kann. Und am besten fahre ich Fahrrad, wenn ich möglichst gut von anderen Verkehrsmitteln, von anderen Verkehren getrennt bin. Und das meint nicht nur das Auto, sondern das meint auch den Fußverkehr. Das heißt, ich möchte separate Trassen haben. So, und wenn ich mir jetzt dieses Mobilitätskonzept von der Stadt nochmal angucke, und ich habe mir jetzt eine Sache rausgesucht, das hier ist nochmal eine leicht bearbeitete Grafik. Ich habe versucht, die Hauptrouten des Radverkehrs, diese etwas dickeren Linien, hervorzuheben. Diejenigen, die diese ganzen Planungen so ein bisschen verfolgen, erkennen da vielleicht auch schon wieder, dass es sich dabei im Wesentlichen um die Velorouten handelt, die ja auch sich in Umsetzung befinden, mehr oder weniger. Und wenn man sich diese Routen anguckt und jetzt mal beispielsweise das Parkhaus-Zufahrt-Konzept da drüber legt, dann stellt man fest, dass hier schon eine relativ gute Trennung existiert. Ich habe hier ein wenig Überschneidung, wo diese Verkehre gemeinsam sind. Ich habe hier oben ein kurzes Stück, ich habe hier so ein bisschen, aber die anderen Bereiche, und ich habe hier unten übrigens ein bisschen, da kommen wir gleich zu, aber die anderen Bereiche, da findet tatsächlich schon relativ gut so eine Separierung der verschiedenen Verkehrsmittel statt. Und der Fahrradverkehr wird eben von diesem noch verbleiben sollenden Kfz-Verkehr getrennt. Und das ist etwas, wo wir sagen, das ist gut. Das geht aber noch besser. Und deswegen habe ich hier, das eben waren ja Grafiken aus dem Konzept der Stadt. Dieses hier sind jetzt andere Grafiken, die kommen teilweise aus ADFC, teilweise aus anderen Zusammenhängen, sind im Jahr 2020 entstanden. Ich habe jetzt aber die Grafik mal an den Planungsstand, den ganz aktuellen Planungsstand angepasst. Das heißt, was wir hier sehen, sind im Wesentlichen die Velorouten, so wie sie im städtischen Konzept aufgeführt sind, hier in der Mitte der City Radring, die Veloroute 1, und dann geht das ja so uhrzeigermäßig einmal rum in die einzelnen Bezirke von 2 bis 13, und diejenigen, die jetzt auch diesen Plan wieder genauer kennen, werden sagen, ja okay, das ist fast richtig, da hat er aber was falsch gemacht, der führt nämlich die Velorouten 8 und 9 hier unten nicht
über die Osterstraße, sondern hier über den Straßenzug Karmarschstraße und dann Kuhlemannstraße. Das ist allerdings kein Fehler, sondern das ist eben eine Idee oder ein Vorschlag sozusagen, eine Möglichkeit, diese Entzerrung noch zu verstärken. Wenn ich da nämlich jetzt die Parkhauszufahrten drüberlege, was ich hier gemacht habe, dann erkennen wir, die Osterstraße ist die direkte Führung, ist die direkte Zufahrt zu drei Parkhäusern. Hier das Parkhaus Osterstraße und dann hier Röslerstraße und das dritte habe ich vergessen, ich fahre nicht mit dem Auto in die Stadt. Das heißt, es ist eigentlich nicht so richtig schlau, da dann noch Radverkehr drüber zu führen. Weshalb wir sagen, dann machen wir das doch anders, dann nehmen wir die Karmarschstraße, die hier ja sowieso verkehrsberuhigt werden soll, laut Mobilitätskonzept, und führen das dann über die Kuhlemannstraße, die man am besten für den Autoverkehr schließt, weiter. Wir sehen hier auch noch andere, leichte Abweichungen, beispielsweise, das ist jetzt so eine 2020er-Idee, hatten wir damals gesagt, wir würden eigentlich das Opernplatz-Parkhaus und das Parkhaus hier in der Joachimstraße lieber über die Sophienstraße anschließen, weil dann nämlich hier die Königstraße frei bliebe und man eben auch hier wieder eine quasi vollständige Entkopplung von den Radverkehrsrouten hat. Das steht jetzt im jetzigen Konzept anders drin. Ich denke aber, dass man das auch so sicherlich hinkriegt, dieses bloß halt als einmal aufzuzeigen, wie man mit solchen Plänen eigentlich arbeiten kann und was es an anderen Möglichkeiten gibt. Eine ganz wichtige Sache war uns auch immer, dass wir den Radverkehr weghalten vom ÖPNV, weil Rad und ÖPNV ist immer schwierig, weil Busse und Bahnen brauchen viel Platz, sind unübersichtlich. Als Radfahrer, wenn man dann dazwischen ist, ist das auch nicht, also es ist eine konfliktbehaftete Situation. Und wenn man jetzt hier guckt, ich habe hier mal die Straßenbahnstrecke eingezeichnet, die ja gleichzeitig auch, insbesondere hier im inneren Bereich, Route für 5 oder 6 Buslinien ist. Also da fährt ja ständig ÖPNV lang. Deswegen sollte man sie keinesfalls für den Radverkehr in irgendeiner Form auszeichnen. Also natürlich sollen da Radfahrer langfahren dürfen, aber keine Vorzugsrouten sollte man darüber bauen. Und hier sieht man jetzt, dass das hier also auch gelungen ist. Insofern, dass also keine dieser Velorouten eben über die Kurt-Schumacher-Straße führt oder hier durch den sogenannten Posttunnel hier längs der Listermeile, sodass also auch hier wieder diese Separierung kommt. Und übrigens klappt für diese ÖPNV-Trasse sogar ziemlich gut die Separierung mit den Parkhauszufahrten, was uns als ADFC aber eigentlich eher weniger interessiert. Und wenn man jetzt solche Pläne hat und solche Möglichkeiten und die Möglichkeiten, die das Mobilitätskonzept Innenstadt an dieser Stelle bietet, dann kann man auch mal weiterdenken. Dieses hier ist auch so eine Idee, die bei uns momentan immer mal wieder überlegt wird, dass man sagt, okay, wir haben diesen City-Radring in der Innenstadt, der ja in dem Velorouten-Netzkonzept auch als Veloroute 1 aufgeführt ist. Der stammt planerisch etwa aus den Jahren 2012 bis 2014. 2014 wurde er meines Wissens eingerichtet. Und dieser Ring ist seinerzeit nicht wirklich aufgrund von verkehrsplanerischen Überlegungen so eingerichtet worden, sondern auch mit einem starken, man mag es kaum aussprechen, touristischen Gedanken, dass eben dort dann man als Radfahrer, das ist sozusagen die engstmögliche Führung des Radverkehrs um die innere Fußgängerzone rum. Nun ist es schon mal ein Vorteil, dass man so eine Führung hat und das ist auch alles schön und gut, aber vielleicht kann man auch diese Idee weiterentwickeln. Und eine Idee, die wir halt intern und mittlerweile durchaus auch mit anderen diskutieren, ist, dass man sagt, okay, warum nicht die Joachimstraße und Prinzenstraße, wo ja die alte Stadtbahnstrecke, die alte Straßenbahnstrecke ist und abgebaut werden soll, warum nicht die auch verstärkt für den Radverkehr nutzen und dann den Radverkehr in einem weiteren Bogen um die Innenstadt herumführen, um dann hier wieder auf den City-Radring zu kommen. Dann hätte man genau diese sehr verwinkelte Führung in der inneren Stadt, hätte man beseitigt und käme besser rum und hätte sogar noch den Egidientorplatz angeschlossen, der ja abseits der Velorouten auch durchaus ein wichtiger Knotenpunkt für den Radverkehr ist. Und solche Ideen sind überhaupt nur möglich, weil es solche Ideen wie das Innenstadtkonzept gibt. Weil nur dann besteht überhaupt die Chance, dass man so etwas halt, also denken kann man es natürlich, aber die Chance, dass man eben auch in eine Umsetzung von sowas kommen kann und dass es sich quasi lohnt, sowas zu überlegen.
Insofern ist das auch wieder quasi eine direkte Auswirkung des Innenstadtkonzeptes oder des Verkehrskonzepts, Mobilitätskonzeptes Innenstadt, dass wir uns solche Gedanken machen. So, und bis hierhin war alles super und schön und die Sonne geht auf und die Vöglein singen. Und jetzt verstummen sie, denn nachdem das Konzept vorgestellt wurde, startete ein politischer Prozess. Und dieser politische Prozess lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nur mit einem Wort beschreiben, dem Wort Blockade. Denn nachdem die Verwaltung dieses Konzept vorgestellt hatte, gab es zunächst keine Einigung in der Mehrheitskoalition aus Grünen und SPD. Und es gab nicht nur keine Einigung, sondern nach einiger Zeit und einigem Hin und Her hat die SPD dann diese Koalition aufgekündigt, explizit auch mit Verweis auf dieses Innenstadtkonzept und dass sie das in dieser Form, das Mobilitätskonzept, und dass sie das in dieser Form nicht mittragen können und wollen, sodass momentan auch keine wirklichen politischen Mehrheiten dafür in Sicht sind. Und eines der Argumente, wenn man es denn so nennen will, die eben kommen und sagen, was man halt anders machen müsste, dann ist das gar nicht so sehr, inhaltlich, sondern das sind dann eher so prozessuale Argumente, insbesondere die Forderung nach weiteren Beteiligungsverfahren, dass man Menschen beteiligen müsste. Und dieses sehen wir immer so ein bisschen vor dem Hintergrund von Prozessen wie dem Innenstadtdialog, den es ja in den letzten 3 Jahren gegeben hat und wo auch ausgiebig und in verschiedensten Runden über dieses und andere Konzepte diskutiert wurde. Vor dem Hintergrund von Beteiligungsverfahren wie Mein Hannover 2030, die Älteren unter uns erinnern sich, wo in den 10er-Jahren über solche Prozesse geredet wurde, diskutiert wurde und wo es Bürgerbeteiligung gab. Und man kann auch noch wesentlich weiter in die Vergangenheit gehen. Auch der Masterplan Mobilität, der ja mittlerweile über 10 Jahre alt ist und dem die aktuelle Ausgestaltung der Innenstadt und auch die Weiterentwicklung zugrunde liegen und auch die Forderungen, aus denen diese Weiterentwicklung sich jetzt letztendlich ergeben hat, auch der ist im Rahmen von Beteiligungsverfahren gemacht worden. Das heißt, es hat Beteiligungsverfahren gegeben. Und insofern sehen wir jetzt 2 Problembereiche in diesem ganzen Prozess. Und das eine ist eben dieser politische Rahmen. Wir haben einen Kfz-Verkehr hier in der Innenstadt, der die Fläche dominiert, aber gar nicht die Menge, weil bei weitem, also eine zwar nicht ganz kleine, aber auf jeden Fall eine erhebliche Minderheit der Menschen kommt überhaupt mit dem Auto in die Stadt. Trotzdem wird für das Verkehrsmittel Auto sehr viel Platz bereitgehalten und das Mobilitätskonzept würde das halt ändern. Der beschlossene Verkehrsentwicklungsplan der Region Hannover sagt, dass der Autoverkehr in der gesamten Region massiv reduziert werden soll und der Radverkehr übrigens sich massiv erhöhen soll. Das heißt, es gibt einen politischen Beschluss, der sagt, Autoverkehr soll reduziert werden. Und es gibt politische Aspekte, die man berücksichtigen muss, sozialpolitisch. Wir haben mit Rad- und Fußverkehr Verkehrsmöglichkeiten, die wesentlich sozialer sind als Autoverkehr, weil gesünder, nachhaltiger und günstiger, viel mehr Menschen können es sich leisten, zu Fuß zu gehen, mit dem Fahrrad zu fahren oder natürlich auch ÖPNV zu nutzen, als mit dem Auto. Die Schwelle ist viel niedriger. Wir haben den klimapolitischen Aspekt, weil alle Untersuchungen und Studien zum Thema sagen, dass wir die Klimaziele nur erreichen können, wenn wir den Kfz-Verkehr, explizit den Kfz-Verkehr, reduzieren. Und auch gesellschaftspolitisch ist eben dieser Aspekt der Beteiligung, wenn ich jetzt sage, wir brauchen Beteiligungsverfahren, heißt das implizit immer auch, bis jetzt hat es keine ordentlichen Beteiligungsverfahren gegeben, aber genau das ist falsch und das entwertet Beteiligungsverfahren, die es gegeben hat, das entwertet die politischen Prozesse, die es bereits gegeben hat. Und am Ende des Tages haben wir eben statt einem Fortschritt in der Verkehrspolitik und für die Stadtgesellschaft momentan Stillstand. Das ist eben der politische Rahmen, aber es gibt auch einen zweiten Aspekt von Blockade und der ist ganz praktisch, nämlich die weitere Planung. Wir haben dieses Veloroutennetz, das habe ich erwähnt, das ist noch nicht fertig und zwar an 2 Stellen. Zum einen fehlen noch jede Menge Routen und zum anderen gibt es auf den Routen, die es schon gibt,
jede Menge fehlende Teilstücke. Insbesondere gibt es auch Planungslücken auf diesen Routen, insbesondere hier in der Innenstadt. So, und das möchte ich jetzt hier auch mal zeigen. Ich habe hier das Velorouten-Netz in seiner Gänze mal mitgebracht. Das ist jetzt auch der ganz aktuelle Plan, der 2024er Plan. Wir sind momentan noch in der Schlussabstimmung, deswegen gibt es den noch nicht öffentlich. Ich habe ihn aber schon mitgebracht. Ich kann und will jetzt hier nicht auf die Details eingehen. Ich glaube, das ist auch überhaupt nicht zu erkennen von da hinten. Was aber vielleicht zu erkennen ist, sind die verschiedenen Farben. Und wir haben hier zwei Routen, die hier und die hier, die grün sind. Also die hier fast durchgängig. Und hier hört das dann auch wieder auf. Aber immerhin, zwei grüne Routen, das sind die fertigen. Das sind die fertigen Velorouten. Dann haben wir hier so einen Haufen orangefarbene, hier nach Langenhagen, hoch in Saalkamp und nach Isernhagen. Hier nach Bemerode, die Route hier nach Ricklingen, die sind politisch beschlossen. Das heißt, da gibt es Beschlüsse, die sagen, diese Routen sollen gebaut werden. Und zwar ganz explizit. Da kann die Verwaltung anfangen zu bauen, wenn die Finanzierung geklärt ist, wo es jetzt auch wieder Probleme gibt, weil wir ja vielleicht gehört haben, dass im Bundeshaushalt die Mittel, insbesondere für den Radverkehr, gekürzt werden. Das schlägt sich dann wieder genau hier nieder. Eigentlich sollte die Veloroute 3 bereits im Bau sein, das ist die hier oben. Und auch bei der 6 und der 9 sollte schon was passiert sein. Und bei der 2 sowieso, da sind nochmal andere Fördermittel. Faktisch, diejenigen, die Fahrrad fahren, werden es vielleicht bestätigen, ist bis jetzt bei keiner dieser Routen angefangen worden. Für die 6 und die 9 soll es dieses Jahr losgehen. Und zwar so, dass die auch weitestgehend fertig werden, sagt die Verwaltung. Und bei der 3 soll es zumindest dieses Jahr auch losgehen. Aber dann gibt es eben, es gibt hier noch eine Route in diesem schicken Rot-Pink, die befindet sich am Anfang des politischen Verfahrens zur Umsetzung. Und dann gibt es hier noch jede Menge in diesem etwas unscheinbaren olivgrün-braun eingezeichnete Routen. Und das sind genau diejenigen, die im Konzept eigentlich da sind, bei denen aber noch nicht abzusehen ist, wann überhaupt nur mit der Umsetzung oder wann überhaupt nur mit der Detailplanung angefangen wird, weil eben die Kapazitäten und das Geld nicht so richtig, also nicht so richtig in Aussicht stehen zumindest. So, und das sind eben die fehlenden Routen. Und dann gibt es hier noch etwas, man sieht hier das Wort Planungslücken und ahnt vielleicht, dass das irgendwo ist. Und damit man das besser sehen kann, habe ich auf einer weiteren Folie, also eine Vergrößerung des Innenstadtbereiches. Und hier sieht man jetzt nochmal diese Routen und hier sieht man insbesondere diese rot gestrichelten Teilstücke. Und das ist eben genau, als wir das Veloroutennetz entworfen haben, da waren wir als ADFC ja auch beteiligt. Und auch das, was die Stadt dann als grundsätzliches Konzept beschlossen hat, war ein vollständiges Netz ineinander übergehender Routen. Das heißt, man kommt aus den Außenbereichen in die Innenstadt bis an den City-Radring ran, kann um den City-Radring rumfahren und im Prinzip anderswo auch wieder raus. Auf jeden Fall, aber man hat eine durchgehende Route. Ich hatte eben schon gesagt, durchgehend ist wichtig. Und diejenigen von Ihnen und euch, die jetzt vielleicht schon mal die Veloroute 5, gerade diese Woche ja mit viel Tamtam eingeweiht und in der Presse auch zitiert als die erste fertige Veloroute von Hannover. Wer auf dieser Route jetzt reinfährt, um in die Innenstadt zu kommen, kann hier wunderbar längs fahren. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Bis er auf die Lavesstraße kommt, hier so etwa, und dann ist Essig. Und spätestens, wenn man dann über die Kreuzung Schiffgraben rüber ist, hat man auch überhaupt keine Radspur mehr, sondern muss gucken, dass man nicht von den Bussen übergefahren wird. Und am Thielenplatz gibt es schlicht keinerlei in irgendeiner Weise ernstzunehmende Radverkehrsführung. Muss man halt gucken, wie man durchkommt. Das ist eben nicht das, was wir wollen. Das ist eine Lücke und es ist nicht nur eine Baulücke, es ist eine Planungslücke. Das heißt, es gibt noch nicht mal einen Plan, wie man das machen soll. Und das zieht sich durch sämtliche Planungen dieser Velorouten durch, wenn man sich das anguckt, auf den Planungen, auf den Drucksachen, die die Verwaltung macht, dann fangen diese Routen immer außerhalb des Cityrings an. Bei den Routen, wo das schon durch ist, sieht man das. Die 5, wie gesagt, hier an der Lavesstraße. Bei der 6, die wird hier im ersten Schritt mit der 5 zusammengeführt. Das ist okay, dass die Planung dann erst hier hinten beginnt. Aber auch die Route 8 nach Dören raus, die ja relativ weit ist. Die Planungsunterlagen beginnen am Friedrichswall. Das heißt, diese Osterstraße, die gehört zwar im Prinzip irgendwie dazu, aber die ist nicht beplant. Und da gibt es auch keine Idee, wie das umzusetzen ist. Genauso oben bei der 3 und der 2 in die Oststadt.
oder die in der Oststadt starten und dann nach Norden oder nach Nordosten weggehen, auch da, die beginnen am Weiße Kreuzplatz und wie man von da in die Innenstadt kommt, ist dann, muss man sich gucken. Und das sind Lücken, die wir für sehr wesentlich halten und wo wir sagen, diese Lücken müssen geschlossen werden. Dieses alles zusammennehmend begab es sich jetzt, dass wir als ADFC diese Woche als eine Mitgliederversammlung hatten. Und in dieser Mitgliederversammlung haben wir zu dieser ganzen Thematik eine Resolution verabschiedet, die ich jetzt hier nicht in Gänze vortragen werde. Das wäre, glaube ich, etwas affig, aber die zentralen Teile, die erscheinen mir wichtig, weil es sich dabei um eine ganz aktuelle Aussage eben des ADFC Hannover, des Verbandes selbst, zu dieser Thematik handelt. Und wir als ADFC unter unserer Mitgliederversammlung fordert die demokratischen Parteien im Rat der Landeshauptstadt Hannover und den Stadtbezirksräten auf, in der Verkehrspolitik zu Sachargumenten zurückzukehren und ihren Wählerauftrag aus ihren Wahlprogrammen ernst zu nehmen. Denn es ist ja nicht so, dass das Boykottieren von verkehrsberuhigenden Maßnahmen oder das Abschaffen von Fahrradstraßen, schöne Grüße in die Südstadt, in Wahlprogrammen gestanden hätte. Da steht das Gegenteil drin. Und auch die SPD hat mit Hanno Mobil ein Konzept, das dem Innenstadtmobilitätskonzept, das da gar nicht so viel Unterschiede hat. Auch wenn Sie da jetzt gerade nichts von hören wollen. Der Verkehrsentwicklungsplan der Region Hannover vor dem Hintergrund von Klimaschutz und von breiten politischen Mehrheiten getragen, sieht vor, dass in Zukunft noch deutlich mehr Menschen das Fahrrad nutzen. Das funktioniert nicht, wenn konkrete Maßnahmen verhindert werden, wie dies bei der Verkehrsberuhigung in der Innenstadt geschieht. Wer die Interessen Einzelner an Kfz-Stellplätzen im öffentlichen Verkehrsraum höher gewichtet als die Sicherheit tausender Radfahrender und Fußgänger, handelt gegen gesellschaftliche Grundinteressen. Die Mitgliederversammlung fordert, danke, ich gebe das weiter. Die Mitgliederversammlung fordert, das Mobilitätskonzept Innenstadt gemäß den Plänen der Verwaltung zügig zu beschließen und umzusetzen. Also eine ganz klare Positionierung unsererseits. Und wir erwähnen dann insbesondere noch diese gestrichelten Linien, diese roten Linien, die wir eben hatten, den Tunnel Fernroder Straße, die Verkehrsberuhigung am Steintor und die Schließung dieser Planungslücken, die ich da gesehen habe. Fazit. Mobilitätskonzept Innenstadt, Jackpot für den Radverkehr, war der Titel dieser Präsentation. Und wenn man sich das anguckt, wäre so ein Fazit, unser Fazit, dass man sagt, okay, das Mobilitätskonzept Innenstadt, das entwickelt Ideen zur Innenstadtgestaltung weiter, die es schon lange gibt, wie wir gesehen haben, teilweise seit Jahrzehnten. Es ist eine sehr gute Grundlage für viel besseren Fuß- und Radverkehr in der Innenstadt. Und es öffnet den Raum für weitergehende Planungen und Lückenschlüsse. Aber es ist momentan im politischen Prozess blockiert. Und das ist ein Schaden für uns alle, für die gesamte Stadt. Deswegen fordern wir als ADFC Stadt Hannover, dieses Konzept jetzt zu beschließen und dann auch umzusetzen. Und dann im Rückblick, wenn man sich die Frage nochmal stellt, war jetzt dieses Konzept ein Jackpot für den Radverkehr, sagen zu können, ja, das war es. Und damit bin ich durch, bedanke mich für das Interesse bis hierhin und gucke mal auf die Uhr, ein bisschen Zeit haben wir. Also eine Diskussion kann jetzt durchaus auch noch stattfinden und dafür komme ich mal runter. Man das besser sehen kann, habe ich auf einer weiteren Folie, die ich jetzt gerne anzeigen würde. Hallo?